Grüß Gott, herzlich willkommen. Seit dem 1.4., und das ist kein Aprilscherz, dürfen Erwachsene in Deutschland Cannabis konsumieren. Es gibt ganz viele Einschränkungen, die sind vor allem für den Jugendschutz ganz wichtig. Man darf zum Beispiel nicht Cannabis konsumieren in 100 Meter rund um Schulen, Kindergärten, Kitas. Man darf vor 20 Uhr in Fußgängerzonen nicht konsumieren. Also wirklich ganz viele Einschränkungen, ein ganz kompliziertes Gesetz. Handel ist verboten noch und wir wollen uns jetzt mal ein bisschen einschwingen, was da auf uns zukommt. Ich bin heute hier bei der Caritas in Augsburg, darf Sie ganz herzlich begrüßen, beziehungsweise ich bin ja Gast bei Ihnen eigentlich. Ja, herzlich willkommen. Benedikt Tichelmann. Herr Tichelmann, Sie sind seit 2019 bei der Suchtfachambulanz hier in Augsburg bei der Caritas. Genau. Das heißt, ich kann Sie jetzt alles fragen, was ich schon immer wissen wollte, was jetzt auf uns zukommt. Erste Frage. Ich habe es gerade eingangs schon erwähnt, das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung. Mir scheint es wahnsinnig unübersichtlich. Wie sinnvoll ist das alles? Ja, ich denke, es ist halt dem geschuldet, dass man es irgendwie durchbringen musste. Also ich denke, es ist ein typisches Gesetz, wo man den ersten Entwurf gesehen hat und sich gedacht hat, naja, klingt eigentlich alles ganz logisch, aber es wäre halt so niemals durch einen Bundestag oder Bundesrat durchkommen. Es hätte sich, denke ich, auch nicht mit EU-Recht vertragen. Und darum sind jetzt in diesem Gesetz letztlich ganz viele Zugeständnisse drin. Ich glaube, vorweg muss man sagen, es hagelt jetzt wahnsinnig viel Kritik auf dieses Gesetz von allen Seiten. Aber es ist, denke ich, das fortschrittlichste Cannabis-Gesetz, das wir jetzt im Moment in Europa haben. Und ja, jetzt muss man, denke ich, schauen, wie sich das alles einpendelt. Also mir geht es persönlich so, ich habe es gelesen, als es rauskam, also als es dann quasi veröffentlicht wurde. Und habe mir gedacht, naja, ist doch eigentlich alles ganz logisch, kann man schon beachten, muss man halt mal schauen. Umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr sieht man eigentlich, dass dem vielleicht nicht so ist. Dass auch viel Auslegungssache ist, dass man, wie zum Beispiel mit den Abstandsregelungen, habe ich jetzt kürzlich gelesen, da steht ja im Gesetz, es geht ja um die Sichtlinie zum Eingang, was ja wiederum heißen würde, wenn ich mir jetzt hinter einen Busch oder um die Ecke stelle, dann wäre das ja eigentlich gar nicht mehr gegeben. Dann könnt ihr ja 20 Meter vom Schuleingang. Ist natürlich irgendwie, denke ich, nicht Sinn der Sache. Wurde jetzt auch so nicht umgesetzt bisher. Ja, ich denke, es ist ein Zugeständnis an den Jugendschutz. Ob das jetzt im Kleinen sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, wenn das Zugeständnis ist, dass man dieses Gesetz bekommt, dann muss man, da denke ich, kann man es begrüßen. Ich glaube, interessant finde ich, also jetzt bin ich heute mit dem Zug hergefahren, dann gab es einen Schienenersatzverkehr, stehe da in der Haltestelle und alle zünden sich ihre Zigaretten an. Da haben wir ja gar keine Regelung dafür. Wir haben auch keine Regelung für Alkohol, den ich ja auch vor dem Schulbus im Prinzip in der Bushaltestelle trinken kann. Und wenn man es jetzt mit dem vergleicht, dann finde ich, wirkt es schon etwas merkwürdig. Sie haben zwei wichtige Aspekte jetzt schon angesprochen. Einerseits zum Alkohol, da möchte ich später noch ein bisschen drauf kommen. Aber dann auch, sage ich mal so, Cannabis scheint nicht eine so gefährliche Droge zu sein. Aber ist es eine Einstiegsdroge? Also die Einstiegsdrogentheorie kann man definitiv sagen, nein. Okay. Da gab es die ersten Studien bereits in den 70ern, also 1971, 72 in den USA, wo das dann letztlich zum ersten Mal schon widerlegt wurde. Da hat man Zahlen rausbekommen, ungefähr 5% der Menschen, die Cannabis konsumieren, konsumieren irgendwann eine andere Droge. Haben Sie das Gefühl, dass die Beschäftigung mit dieser Cannabis-Legalisierung eigentlich im Hinblick oder im Gegensatz zu Alkohol eigentlich einen viel zu großen Raum einnimmt, weil eigentlich andere Drogen und ich sage jetzt mal auch Alkohol, auch vielleicht Nikotinsucht noch, aber dass die viel schlimmer sind? Haben Sie das Gefühl, dass wir gerade eigentlich den Fokus verlieren und uns nicht mit den wirklich schlimmen Drogen beschäftigen, sondern mit Cannabis? Also ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Diskussion wieder führen, weil die wurde ja jetzt ganz lange abgeschmettert mit, das hat keine Bedeutung und so, aber man kriminalisiert natürlich einen entscheidenden Teil der Bevölkerung. Aber ja, ich sehe es schon so, dass es gleichzeitig mit einer wahnsinnigen Verharmlosung von Alkohol oder allgemein unserer legalen Drogen einhergeht. Wenn man die Gefährlichkeit zum Beispiel vergleichen würde, also es hat der Professor David Nutt hat in England zum Beispiel 2007 zum ersten Mal so eine Gegenüberstellung verschiedener Substanzen veröffentlicht, hat die dann
immer mal wieder geupdatet, also auf den neuesten Stand gebracht. Und da ist schon interessant, dass es im Prinzip, dass der mittlerweile, glaube ich, Alkohol auf Platz 1 hat und Cannabis irgendwo im Mittelfeld. Also der bemisst halt verschiedene Schadenspotenziale, also nicht nur bei sich selber, sondern auch den volkswirtschaftlichen, den gesellschaftlichen Schaden. Es gibt auch nochmal eine ähnliche neuere Aufstellung oder Studie aus Deutschland, die kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Also da haben wir Cannabis eigentlich immer im Mittelfeld, während Alkohol weit oben rangiert. Und wenn ich das dann sehe und gleichzeitig diese Verteufelung, die hier schon läuft, wo man auch sich denkt, ich finde, was man jetzt hier oft so mitbekommen hat, hört sich ja so an, als würde man jetzt damit rechnen, dass jetzt die gesamte Bevölkerung irgendwie innerhalb kürzester Zeit cannabisabhängig wird oder sowas. Und ich denke, man ignoriert halt da vollkommen, dass denke ich, Menschen ja auch nicht jede Droge mögen. Also ich glaube, es werden bestimmt Leute das jetzt probieren und es werden es wieder lassen. Also es wird schon einen Hype geben, das hat man auch in den USA gesehen, man hat es in Kanada gesehen, dass die anfänglichen Zahlen hochgehen. Aber was natürlich schon konstant hoch ist bei uns, ist der Alkoholkonsum. Ist Cannabis genauso wie Alkohol, glauben Sie, längst in der Mitte der Gesellschaft, vielleicht bisher nicht so öffentlich? Und das kann sich ändern, aber es ist längst da tatsächlich? Also ich denke, es ist längst da. Also es ist mit Sicherheit, wenn ich jetzt überlege einfach, wir haben es ja oft mit Klienten, wenn ich jetzt irgendwas suche, wo ich hingehen kann, dann wird da, also egal, ob es jetzt ein Sportverein ist oder irgendein anderer Verein oder irgendeine Interessengruppe oder irgendwie sowas oder die Arbeit. Ich denke, es sind fast überall Leute unterwegs, die von Zeit zu Zeit Cannabis konsumieren. Also ich denke auch, dass fast jeder jemanden kennt und von dem her glaube ich schon, dass es in der Mitte der Gesellschaft ist. Ich denke, was man jetzt sehen wird, wird schon sein, dass immer mehr Leute jetzt sagen, dass sie es konsumieren, die es vorher niemals zugeben hätten. Ich bin eigentlich relativ überzeugt. Also mit Sicherheit nicht in dem Umfang wie Alkohol, das muss man auch ganz klar dazu sagen, weil trinken tut eigentlich so gut wie jeder mal was. Das ist beim Kiffen definitiv nicht so, aber gerade jetzt, wenn wir jetzt junge Erwachsene anschauen, dann haben da einfach, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, normalerweise ungefähr jeder vierte Erfahrungen damit. Wie ist die Situation hier in unserer Region eigentlich? Sie sind in der Suchtfachberatung, das heißt, Sie kennen sich wirklich gut aus mit den verschiedenen Drogen, mit den verschiedenen Süchten. Wo ist denn die Problematik hier, wenn Sie sagen, im Grunde Cannabis ist es nicht so? Wir müssen vielleicht nochmal über Jugendschutz sprechen nachher mit Cannabis, aber wo ist denn das oder wie ist die Problematik hier überhaupt mit Drogen und Sucht? Muss man jetzt ein bisschen differenzieren, weil man tatsächlich sagen muss, wir richten uns ja primär hier an die legalen Süchte. Also jetzt hier an der Stelle, im Gesamt-Caritas-Verband in den Außenstellen ist das wieder was anderes. Aber ich kenne natürlich jetzt auch die anderen Beratungsstellen und so, also man ist ja vernetzt. Was bei uns hier nach wie vor primär ist, ist der Alkoholkonsum. Dann kommt erstmal ganz lang gar nichts und dann kommt Glücksspiel. Das sind so die großen Süchte, die wir hier behandeln. Und dann gibt es natürlich noch verschiedenes anderes, aber das ist im Vergleich dazu relativ gering. Cannabis erlebt man hier als was oft dabei ist, aber selten primär. Wo entweder in der Vergangenheit konsumiert wurde oder wo jetzt zum Beispiel bei den Glücksspielern während dem Spielen nebenher konsumiert wird, aber es wird selten als Hauptproblem empfunden. Ich denke, in Augsburg allgemein wird es eigentlich wie bundesweit auch der Alkohol sein. Es ist einfach die meist konsumierte Droge. Auch Nikotin vergisst man immer. Also es ist einfach doch auch jetzt wieder vermehrt ein großes Thema, wo aber ganz wenig Nachfragen kommen. Wir haben wahnsinnig viele Medikamentenabhängige in Deutschland, die tatsächlich wenig erreicht werden. Ist aber deutschlandweit so, dass die in den Suchtberatungsstellen wenig andocken. Und ich denke schon, dass sich Cannabis da irgendwo eingliedern wird. Wobei es sehr spannend wird, wenn natürlich jetzt keine Gerichtsauflagen mehr kommen, wie viele Menschen da ihren Weg in die Suchtberatung finden.
Das wird man das ist der nächste Punkt. Sehen müssen. Wenn ich Ihnen zuhöre, das ist für mich ein ganz gruseliges Bild eigentlich, von welchen Süchten und Abhängigkeiten wir hier sprechen und wie viele Drogen tatsächlich ja ein Problem sind in Deutschland. Wie schützt man effizient die Jugend, die Kindheit? Weil gerade da ist ja jeder Drogenmissbrauch für die Hirnentwicklung noch extrem schädlich. Also zum einen hat man ja schon den Schutz mit Verboten. Das sagt man zwar an dem Punkt immer, ja, funktioniert nicht, weil man kriegt ja auch unter 18 irgendwie Bier, aber also aus meiner Sicht kriegt man es halt trotzdem eingeschränkt. Also auch wenn ich einen älteren Kumpel habe, der es mal kaufen muss, kann ich halt mit 16 nicht in den Laden gehen und mein Wodka kaufen. Das wird jetzt mit Cannabis, denke ich, ähnlich laufen. Da finde ich persönlich sehr gut, dass man die THC-Werte begrenzt hat. Also es ist im Gesetz ja so verankert, dass im Endeffekt an 18- bis 21-Jährige dürfen nur Cannabis-Produkte mit unter 10% THC abgegeben werden, worauf man ja auch auf die ständig steigenden THC-Werte reagiert und auch auf das letztendlich auf das Potenzial eben aufs Hirn einzuwirken. Und das, denke ich, ist eine sehr gute Entscheidung, was man da gemacht hat. Ein bisschen vergleichbar mit Schnaps und Bier und so. Also, genau. Was man bei all den Verboten, glaube ich, immer nicht vergessen darf beim Jugendschutz, ist Prävention. Ich denke, da hat sich ganz viel getan in den letzten Jahren. Also ich erinnere mich nur, als ich noch in der Schule war, war das vollkommene Abschreckung. Da hat man halt dann einfach, da kam halt dann einmal die Polizei und dann kam noch irgendein Ex-Konsument und die haben einem dann erzählt, wie furchtbar das alles ist. Und naja, da weiß man mittlerweile, dass das halt nicht viel bringt. Also mittlerweile gibt es da einfach Präventionskonzepte, die dann Schulen über ein Schuljahr hinweg begleiten. Und ich denke, das müsste man natürlich massiv ausbauen. Man müsste da weg von diesen Hochglanzkampagnen, die es natürlich auch gibt, die jetzt auch im Zuge des Gesetzes, das ist so eine der Kritiken, dass sowas natürlich jetzt viel veröffentlicht wird. Aber im Endeffekt, was man eigentlich wirklich bräuchte, wäre jetzt eine professionelle Prävention, die Schüler oder Jugendliche, auch Auszubildende, einfach langfristig begleitet. Ich denke, man muss Multiplikatoren, also Lehrer zum Beispiel, schulen, muss das zum Gespräch machen. Ich sehe da auch eine große Chance durch das Gesetz, weil einfach, wenn was nicht verboten ist, man halt leichter darüber sprechen kann. Also jeder, der hierher kommt zum Beispiel und früher über Cannabis gesprochen hat, gesteht ja eigentlich eine Straftat ein. Ich meine, klar, wir haben eine Schweigepflicht, das nimmt uns aber nicht immer jeder so ab. Und von dem her, glaube ich, ist das auch eine wahnsinnig große Chance. Aber letztlich, denke ich, muss man allgemein an den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen nur ansetzen, muss die allgemein einfach stärken. Also da geht es vielleicht manchmal gar nicht so um Sucht, da geht es so einfach darum, also man macht ja heute schon im Kindergarten, dass es quasi, dass Kinder lernen, über Gefühle zu sprechen, Gefühle auszudrücken. Also das ist eigentlich eine Suchtprävention, die sehr früh anfängt. Sie klingen eher zuversichtlich, dass das auch gelingen kann tatsächlich, habe ich jetzt das Gefühl. Ja. Ja. Also ich bin da auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Ich glaube auch, dass viel Aufregung um das Gesetz sich, denke ich, auflösen wird, wenn das Ganze eine Weile läuft. Weil ich glaube, dass sich viel wird sich gar nicht ändern. Im Endeffekt, es bleibt für Kinder und Jugendliche weiterhin verboten. Jugendschutz gibt es ja aktuell gar keinen. Das heißt, vielleicht bringt das sogar etwas mehr. Vielleicht ist es, also im Gesetz ist es ja auch so, letzten Endes ist ja auch dann das Jugendamt in der Pflicht und nicht die Gerichte, was, denke ich, auch eigentlich für die Thematik der bessere Ansprechpartner ist. Genau, also ich bin da grundlegend schon positiv, dass das laufen wird. Dann sage ich ganz herzlichen Dank und schließe mich Ihrem Optimismus jetzt an, nachdem es vorher ein bisschen gruselig klang eigentlich alles. Dankeschön, dass Sie uns so ein bisschen aufgeklärt haben über Cannabis und was jetzt folgt. Danke fürs Gespräch. Danke fürs Interesse. Und Ihnen, liebe Zuschauer, sage ich danke fürs Zuschauen und danke für Ihr Interesse und sage tschüss und schönen Abend.